Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten mal wieder rein hier in die Hamburger SV-Karriere. Nach langer Zeit, nach genau einer Woche, sind wir wieder zurück und aktuell läuft es eigentlich recht gut. Bis auf die Saisonauftaktniederlage gegen Hoffenheim, wo wir einfach mal 3:0 verloren haben. Danach lief es eigentlich recht nach Plan und aktuell befinden wir uns hinter dem FC Bayern und der TSG 1899 Hoffenheim auf Tabellenplatz 3. Die Folge fängt dann direkt an mit einer Ausleihe wahrscheinlich von unserem Keeper Thomas de Costa. Er wird per Leihe zu PSV Eindhoven gehen. Das Ganze auch ohne Kaufoption, also gefällt mir richtig gut. Das werden wir direkt mal annehmen. Ja, okay, ich hätte dann vielleicht auch mal drauf schauen sollen, dass wir 5 Spiele hatten, mehrere Vereine erst 4 Spiele und aus dem Grund sind wir jetzt nach 5 Spieltagen auf Tabellenplatz 6 und nicht auf Tabellenplatz 3, aber bis zum ersten Platz sind gerade mal 2 Punkte Differenz. Das bedeutet, das wird auch noch locker drin sein. Bin jetzt gespannt. Wir haben Bayern, haben wir glaube ich noch nicht gespielt, Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg. Ich glaube, gegen Leverkusen oder Wolfsburg haben wir bereits gespielt. Wenn wir jetzt in dieser Episode ein Spiel haben, würde ich natürlich gerne gegen Leipzig, Bayern oder Frankfurt oder sowas in unserem Tabellenbereich spielen. Wir können mal reinschauen, ob wir da irgendein Spiel haben. Hier hätten wir Frankfurt, hier hätten wir Leipzig, hier wir haben jedes Spiel gefühlt bei uns im Umkreis. Dann geht es jetzt für uns rein gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe mich für die Schnellsimulation in diesem Spiel jetzt entschieden. Wir haben danach ebenfalls noch richtig interessante Partien. Wir spielen so gut wie überall mit Bestbesetzung. Vermeeren darf auf der 10 ran, da Demir ein wenig angeschlagen ist. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Partie gegen Frankfurt und können hier sogar mit 2:1 gewinnen. Dirks und Hack treffen für uns. Jetzt geht es dann ran gegen RB Leipzig und das Spiel müssen wir eigentlich machen, denn RB Leipzig befindet sich aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. Mit einem Sieg würden wir an Leipzig vorbeiziehen und mit etwas Glück, ich weiß nicht, wie die Tordifferenz bei Wolfsburg und Bayern aussieht, könnten wir dann sogar auf Platz 1 am Ende landen, obwohl die Tordifferenz von Wolfsburg auch bei 6 steht. Beim FC Bayern steht sie bei 5, damit bräuchten wir schon hohe Siege. Am besten wäre es dann einfach, wenn Wolfsburg und Bayern beide nicht 3 Punkte mitnehmen und wir dafür 3 Punkte, aber das ist aktuell noch Träumerei. Ich bin gespannt, ob wir gegen Leipzig eine Chance haben, denn Leipzig ist eine der besten Mannschaften hier in der Bundesliga definitiv. Ich glaube, ich werde auch wieder mit unserer Fünferkette antreten, denn das hat, wie gesagt, zuletzt gegen gute Teams einfach geklappt. Das ist dann die Mannschaft, der ich es jetzt gegen RB Leipzig zutraue im Sturm. Nicht auf Jatta gesetzt und nicht auf Lammers. Burkhardt wird wahrscheinlich eine Überraschung auch für Leipzig sein. Dazu ist Burkhardt noch schneller als Lammers, den ich ansonsten am liebsten spielen lassen würde. Und aus dem Grund ist Burkhardt vorne drin. Links Marin, rechts Dirks. Dann haben wir Demir und Duziak in der Zentrale und in der Defensive bleibt alles beim Alten. Hinten in der Dreierkette beziehungsweise in der Fünferkette, je nachdem wie wir gerade positioniert sind. Torunariga. Dann haben wir Saint-Just und Jamra, die hinten drin spielen sollen. Und ich würde sagen, damit starten wir rein ins Heimspiel gegen RB Leipzig und ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Auf unsere Aufstellung würde ich sagen, da bin ich gerade recht ausführlich drauf eingegangen, wie wir hier antreten. Auf Burkhardt bin ich gespannt. Dem traue ich auch bei uns tatsächlich den großen Durchbruch zu, hier langfristig, vielleicht sogar, wenn wir Lammers irgendwann abgeben, die Nummer 1 zu werden. Schauen wir jetzt auf die Aufstellung von RB Leipzig. Vlatko Dimos im Tor, Pedrosa, Hinteregger. Dann haben wir davor Adams und Haidara, Olmo und Marusic. Und vorne drin Sörloth und dazu Williams. Hinten noch drin Pavard als Rechtsverteidiger und Boli, die hinten in der Defensive mithelfen sollen und damit würde ich sagen, starten wir hier rein in diese Partie und ich hoffe, dass wir einigermaßen guten Fußball gegen Leipzig spielen können. Oh, Jamra mit seinem typischen Antritt aus der Defensive raus, Pass geht, oh nein, die Lücke, wieso sieht er die Lücke denn nicht, die war doch riesig. Jetzt müssen wir hier aufpassen, aber habt ihr diese Lücke gesehen, wer da, wenn er da die richtige Lücke wählt zum Durchspielen, dann wäre dem ja eigentlich durch. Jetzt ist allerdings Dirks durch und wir kriegen unsere erste gefährliche Chance wahrscheinlich in dieser Partie. Spitzer Winkel, ich ziehe einfach mal ab, weil ich auf eine Ecke hoffe. Leider kriegen wir diese Ecke nicht, aber wir bleiben nicht mehr im Ballbesitz. Schade. Nein, da darf er niemals zum Ball kommen. Ganz, ganz schlechtes Verteidigungsverhalten von Wagnermann. Ich lenke mit ihm mit eigentlich und trotzdem kommt Iñaki Williams da irgendwie an den Ball. Das würde ich gerne nochmal in der Wiederholung sehen, denn eigentlich bin ich der Meinung gewesen, da hätte er echt nicht an den Ball kommen dürfen. So wie ich mit Wagnermann, wie ich das mit Jamra zulaufe. Es ist sogar gar nicht Jamra, es ist Saint-Just gewesen. Sehr, sehr ärgerlich und damit das 1:0 für RB Leipzig. Auch wenn das jetzt
zum aktuellen Stand absolut unverdient ist. Stark von Jamra. Jetzt mal vorne reinschicken, direkt auf Dirks. Der kommt sogar an und Dirks hat natürlich in den letzten Wochen und Monaten ordentlich an seinem Tempo gearbeitet und trotzdem kommt Haidara da mit. 38. Minute. Wir sind hier eigentlich das spielbestimmende Team, ich bin ganz ehrlich. Allerdings kriegen wir hier von den Yaki ein wirklich unglückliches Tor eingeschenkt. Am Ende macht das gut mit dem Abschluss, aber in meinen Augen hätte da niemals an den Ball kommen dürfen und damit hätte es hier eigentlich noch 0-0 stehen müssen. Nimmt hier Marin mit. Der geht am Verteidiger richtig gut vorbei und dann ist der Pass gerade gespielt worden auf Demir und dann kommt der Verteidiger da doch noch irgendwie zwischen. Es wäre wirklich das 1 gegen 1 gegen den Keeper gewesen. Wir hatten eigentlich keinen Verteidiger von RB Leipzig mehr vor uns, wäre dieser Pass da gerade durchgekommen. Sehr, sehr unglücklich. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Inyaki da nicht gespielt wird. Da kommen wir allerdings gut dazwischen und dürfen wir nochmal einen Konter setzen? Nein, dürfen wir scheinbar nicht. Und Marin macht es auch ganz schwach. Entweder bringe ich jetzt direkt mal Hack oder meiner, einer von den beiden, wird jetzt in die Partie kommen. Und ich glaube, es haben beide fast identische Werte. Ich entscheide mich jetzt aber letztendlich für Hack, der auf der linken Seite für Marin direkt in der Halbzeit reinkommt. Und ich hoffe, der kann hier nochmal dazu beitragen, dass wir das Spiel in den nächsten 45 Minuten drehen können. Also wirklich. Erst gewinnen wir mit Hack den Ball an der 16er Kante. Dann verspringt der uns komplett in die Mitte rein, sodass wir den Ball wieder direkt verlieren. Das wäre eigentlich eine mega gute Konterchance gewesen. Dann habe ich hier den Ball mit Torunariga, dann mit Wagnumann. Ich passe nur, ich spam durch. Der macht den Pass auf Ulreich und der passt nochmal in die Mitte. Anstatt den Ulreich, den wenigstens, wenn ich durchgehend davor spamme, dass Ulreich den einfach weghaut dann und nicht einfach den Pass nochmal ausführt, der auf von Jamra oder von Wagnumann oder wer jetzt auch immer als letztes am Ball war, der von dem eigentlich ausgehend war. Ärgerlich, denn so passen wir einfach den Ball zu Adams und Leipzig macht einfach unverdient das 2-0. Das ist doch wirklich unglaublich. Boah, richtig starker Ball von Dirks. Und Wagnumann ist der schnellste Spieler von uns auf dem Platz. Wagnumann mit dem Pass auf Burkhardt, der macht das gut am Verteidiger. Vorbei, kommt dann allerdings nicht am nächsten vorbei und Demir scheitert direkt an Hinteregger. Also stark verteidigt von RB Leipzig, das muss man dazu hier definitiv mal gesagt haben. Und jetzt kriegen wir nicht schnell genug den Druck auf den Ball, der Pass ist nicht mal schlecht. Ich sag dazu gar nichts mehr, ich sag dazu echt nichts mehr, wir stehen wieder genau zwischen dem Pass. Stark, Burkhardt läuft ein, das ist gut! Willst du nicht aus Torköpfen? Was willst du? Der geht ein Steiten aus. Ich glaube, ich nehme alles zurück, was ich vor dem Spiel gesagt habe. Burkhardt sieht aus, als wenn er gleich in unsere zweite Mannschaft zurückversetzt werden muss. Und damit geht dieses Spiel gegen RB Leipzig zu Ende. Wir verlieren mal wieder wie gegen Wolfsburg, nee, wie gegen Hoffenheim. Zum Beginn der Saison mit 3-0. Vielleicht war das defensive Verhalten doch am Ende nicht richtig. Unsere Schussgenauigkeit lässt auch zu wünschen übrig. Wir hatten eigentlich insgesamt mehr Schüsse. Aber wenn denn so ein Burkhardt, ich weiß nicht mal, ob das als Schuss gewertet wird, in der Mitte eine Flanke kriegt und den Ball, ich weiß nicht, wie man das schafft teilweise der Verteidiger nicht mehr, der den zur Ecke klärt dann. Und Burkhardt schafft es irgendwie, den Ball aus diesem Winkel noch in Seiten auszukriegen. Also das ist wirklich stark. Ich glaube, nächstes Mal sollten wir ihn in der Defensive aufstellen. Aber gut, in diesem Spiel können wir es nicht mehr ändern. Und somit verlieren wir gegen RB Leipzig einfach mit 3-0. Drei unserer jüngeren Spieler werden dann jetzt auch noch verliehen. Das Ganze dann allerdings natürlich erst in der Winterpause. Das ist Vermeeren, unser Zehner-Talent, was bei uns aktuell keine Spielzeit bekommt. Dann Hein und De Costa, unser Keeper, der zu PSV Eindhoven per Laie wechselt. Aber insgesamt, wie gesagt, bin ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Einfach weil wir aktuell performance-technisch nicht ganz so gute Leistung irgendwie abrufen. Gegen Wolfsburg müssen dann jetzt wieder Punkte zu uns kommen. Und zwar befindet sich der VfL Wolfsburg aktuell ein Punkt vor uns auf Tabellenplatz 4. Wir werden es nicht spielen, da ist die Wahrscheinlichkeit gerade scheinbar aktuell echt höher, dass wir hier ein Spiel gewinnen. Das Ganze per normaler Simulation. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Partie gegen den VfL Wolfsburg. Hoffentlich jetzt mal wieder mit einem Sieg. Und da trifft er wieder unsere Nummer 9, der hier scheinbar als Mittelstürmer aufläuft. Das müssen wir ja wohl immer ändern.
Denn das müsste eigentlich noch wegen Keegan damals gewesen sein, dass wir da einmal die Mittelstürmerposition vorne reingesetzt haben. Jetzt ist er wieder Normalstürmer, aber er trifft ja scheinbar auch als Mittelstürmer und damit macht er nach gerade mal 12 Minuten das 1:0 für uns. Und dann geht es hier jetzt wohl auch mit der 1:0-Führung in die Pause. Wagnermann noch mit dem dummen Ballverlust, aber zur Pause 1:0-Führung für uns und der VfL Wolfsburg aktuell 0 Torschüsse. Und jetzt ist es die Nummer 9 auf der anderen Seite, Belotti, der hier zum 1:1 Ausgleich trifft in der 67. Minute. Also vielleicht muss ich doch nochmal in den letzten 10 bis 15 Minuten hier eingreifen. Jetzt ist es soweit, die Mannschaft möchte scheinbar, dass ich reagiere und hier jetzt mit reinspringe. Und ich schaue gerade mal, ob wir davor nochmal umstellen werden. Musrati hat mir eigentlich immer recht gut gefallen, wenn er gespielt hat. Der kommt jetzt nochmal in die Partie. Und Lammers würde ich eigentlich gerne erstmal nochmal drin lassen. Ich nehme Dirks nochmal runter und bringe dafür Duziak rauf, damit wir vielleicht dann auch nochmal in der Zentrale einen neuen Spieler haben. Meret schlägt den Ball jetzt gerade sonst wohin. Wir könnten den direkt einfach mal verlieren. Das lag jetzt aber ausnahmsweise mal nicht an mir. Bin ich der Einzige, der oben echt Probleme hat, das Ganze zu sehen, weil die Sonne da einfach so am Blenden ist. Ist ja mal mega nervig. Duziak schön durchgesteckt auf Musrati. Der wurde auch gerade eingewechselt. Boah, wäre der Pass nicht zu steil gewesen, hätten wir den direkt noch einen weiterlegen können. Und dann wäre es hier womöglich nochmal gefährlich geworden. 85. Minute. Ich gebe hier echt unser Bestes, dass wir hier irgendwie noch die Führung erzielen können. Und jetzt haben wir sogar tatsächlich nochmal Platz über Robin Hack. Der zieht in den Strafraum rein. Bleibt nochmal drauf stehen. Duziak kommt angelaufen. Duziak kommt allerdings nicht zum Abschluss. Ganz außen. Nein, nicht auf Duziak. Bitte lass den nicht abseits gewesen sein. Er ist nicht abseits gewesen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Duziak weiterhin im Ballbesitz. Pass auf Lammers und der verliert den einfach direkt. Schade, dass wir da mit der Grätsche dann auch nicht mehr rankommen. Aber wir haben den Ball doch nochmal. Duziak mit dem Übersteiger. Und, Digga, die Verteidiger bleiben einfach wie festgeklebt stehen und damit geht das hier leider 1:1 aus. Das wäre es dann jetzt nicht nur von dieser Partie dann erstmal gewesen, sondern auch insgesamt von dieser Folge. Hier sehen wir es, Lammers zeigt aktuell überragende Leistung und unser Spieler, der uns gerade Richtung Holland verlassen hat, Mamba scheinbar nicht und genauso sieht es hier auch bei Vasiliades aus. Er ist ja ebenfalls nach Holland gewechselt zu Ajax Amsterdam und scheinbar kommt er bei Ajax nicht ganz so zurecht. Wir können hier mal schauen, 11,5 Millionen. Ich will natürlich niemanden enttäuschen, Club und Trainer stehen zu 100% hinter mir. Wenn das nicht so wäre, wäre ich schließlich nicht hier. Es wird einfach nur noch ein bisschen Zeit brauchen. Da bin ich gespannt, ob er bei Ajax Amsterdam zurechtkommt. Wir befinden uns aktuell auf Tabellenplatz 8 und damit wieder so ungefähr in dem Bereich, wo wir letzte Saison auch beendet haben. Das wäre es dann jetzt allerdings erstmal von dieser HSV-Karriere gewesen. In Zukunft wird die HSV-Karriere wohl wieder öfter kommen, da wir jetzt mit dem Adventskalender bald so gut wie durch sind und damit heißt es wieder HSV-Karriere. Ich bin gespannt, wie lange wir das noch durchziehen werden. Wie lange ihr Bock auf dieses Projekt habt, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auf die HSV-Karriere in Zukunft wieder freut. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und nichts mehr verpassen möchtest, lasst liebend gerne auch ein Abo da, würde mich mega freuen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.